Hey Mann, du bist draußen, ich bin Jan von Beißen, kommt zum neuen Kanal. Heute, wie ihr schon seht, haben wir ein komplettes Display der brandneuen Magitechs Karten von Topps. Das ist die Serie zu den internationalen UEFA-Wettbewerben, so sage ich es mal. Zu Champions League, Euro League und Conference League gibt es hier die Serie. Ihr seht schon, die Box sieht allein schon sehr, sehr geil aus mit dem glänzenden Display. Sehr, sehr cool. Mit ein paar Spielern drauf, hier auch. Und ja, was erwartet uns hier? 24 Päckchen mit jeweils 12 Karten. 2 Euro kostet das Ganze. In jedem 2100 Päckchen findet man sogar eine Autogrammkarte. Und da gibt es sogar noch Parallels, dann gibt es noch Combo-Autogrammkarten. Die sind sogar noch ein bisschen seltener, bestimmt. Und ja, das ist das Display. Hier sehen wir auch schon ein paar Beispiele. Es gibt diese neuen Black Edge-Karten. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, jetzt ziehen wir eine. Da gibt es wieder diese Pro Elite Chrome Karten, Chrome Die Cards und dann gibt es wie gesagt diese Autogrammkarten hier zum Beispiel von Pedri. Ja, also ich würde sagen, wir beginnen gleich mal. Ich habe auch schon das Starter Pack geöffnet. Das Video kam gestern. Könnt ihr euch gerne auf unserem Kanal anschauen. Das kam dann relativ spät gestern noch, wollte ich droppen, damit ich jetzt das Display euch noch zeigen kann. Und ja, ich habe mal hier die Spielanleitung als Unterlage und ja, los geht's, würde ich sagen. Das ist oben durch so Sticker geschlossen. Die mache ich kurz mal auf. Der stellt auch groß Dankeschön an Topps, wie immer, für die Unterstützung, die uns hier die Karten zur Verfügung gestellt haben und das Video erst ermöglicht haben. Und hier, wie cool sieht das aus? Komplettes Display mit allen Päckchen in so einem glänzenden Display. Das ist einfach cool. So. Wie machen wir das? Ich glaube, ich hole einfach alle Päckchen raus, lege die hier so hin und dann haben wir alle 24 Päckchen. In Anführungszeichen sind es ja nur 24, das ist halt für so ein Display eher wenig, aber dafür haben wir 12 Karten pro Päckchen, das sind richtig fette Päckchen, deswegen ist das schon ganz cool. Fangen wir mal an mit diesen Päckchen hier. Ich glaube, da ist ein Logo-Karte drin von den Rangers. Ja, also so sehen die Päckchen aus. Wir haben zwei verschiedene Designs. Ganzen Päckchen-Sammler unter euch, die beiden müssten es sein. Von hinten so. Schauen wir uns kurz die Odds an. Ihr könnt gerne das Video pausieren. Die ganzen Special-Karten und so weiter. Und es gibt Golden-Tickets für die deutsche Version, wo man an irgendeinem Event mitnehmen kann, teilnehmen kann. Und ja, außerdem gibt es auch wieder die App, also könnt ihr euch gerne anschauen. Da gibt es wahrscheinlich wieder in jedem Päckchen, glaube ich, einen Code, den werde ich euch auch zeigen. Und dann der Schnellste von euch kann sich den dann gönnen. So, wir beginnen mit den Rangers, wie schon angesprochen. Dann haben wir hier das Base-Karten-Design, beziehungsweise erstmal den Captain Martin Ødegaard, den neuen von Arsenal. Hier haben wir das Base-Karten-Design. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Von hinten sehen die so aus, mit Club-Logo und ja, Position. Ich finde eigentlich vom Design her ganz cool. Ich muss sagen, so Action-Bilder finde ich immer cooler als so diese Standbilder, aber naja. Dann haben wir Juve-Logo, Ben Johnson, Karim Benzema, Tonali und Dujan Tadic. Wenn ihr die ganze Checklist sehen wollt, welche Teams es gibt, welche Spiele es gibt, wie gesagt, gestern kam schon das Starter-Pack, da habe ich euch die ganze Checkliste gezeigt. Dann haben wir Warrior, Kimpembe als erste Special-Karte, da haben wir Thomas Suchek, Enforcer für West Ham. Dann sehr coole Man-of-the-Match-Signature-Style-Karte von Arnaud Danjuma. Und oh, da haben wir die erste Crystal Parallel. Und zwar gibt es auch dieses Jahr alle Base-Karten oder alle Karten nochmal als so Crystal Parallel. Ihr seht, die sind so hellblau mit so einem coolen Glanzeffekt, Holo-Effekt. Hier Karl Starfelt für Celtic. Und dann haben wir hier den Code für die App. Also, die sind, ich glaube, die letztes Jahr waren die in jedem dritten Päckchen oder so. Crystal Foil Parallels sind in jedem dritten Päckchen. Also in jedem dritten Päckchen, das heißt, wir sollten hier ein paar bekommen. Und die Special Karten kommen zur Seite. Und ja, achso, ich habe jetzt gar nicht angeschaut. Ich habe euch die eben gezeigt, aber will die, weil die so lange dieses Jahr ist, wollte ich nicht drauf eingehen. Heritage Karten sind wieder so mit meinen Lieblings, muss ich sagen. Diese Black Edge Karten, jedem 16. Päckchen. Das heißt, wir sollten eine bekommen. Da bin ich echt gespannt, wie die aussehen. Und Chrome Shield-Karten, jedem 24. Päckchen, das heißt, da sollten wir auch eine bekommen. Und dann gibt es noch Preview-Karten, jedem zweiten Display. Und dann, ja, die Autogrammkarten sind, glaube ich, dann, ja,
Da muss man sehr, sehr viel Glück haben. Aber mal schauen. Andy Robertson, Erling Haaland. 87 Angriff hat er bekommen. Martins. So. Da haben wir Styler-Karte für Kulusevski. Matchwinner Griezmann. Dann haben wir Kalulu als Next Gen. Die gefallen mir auch sehr gut. Und dann haben wir die Black Edge-Karte. Sehr, sehr cool. So sehen sie also aus. Gleich im zweiten Pack. Sehr, sehr schicke Karte. Black Edge Vinicius Junior. Die hier komplett schwarz ist. Und da seht ihr ihn mit der sozusagen Glanz. Ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also hier dieses Muster eingearbeitet. Und von hinten sieht die so aus. Hat so ein. Fühlt sich ein bisschen an wie die Living Set Karten, die ihr vielleicht von der Website kennt. So einen alten Paper Stock, wo dann ein bisschen was zu dem Spiel steht. Die Career Stats und dann die Stats und hier das Spielerbild sind dann wieder so ein bisschen glänzend. Sehr, sehr coole Karte. Sehr, sehr schick. Black Edge Edition Vinicius Junior. Und ich glaube, die sleeve ich mir sogar. Ich habe hier noch Sleeves rumliegen. Weil die ist echt schick. Wie gesagt, davon solltet ihr auf jeden Fall 1 bis 2 pro Display bekommen. Das heißt, die sind jetzt auch nicht super, super selten. Aber sind natürlich schon einer der eher selteneren Karten in dieser Serie. Cool. Gefällt mir. Ilkay Gündoğan, Martial. So, wir gehen jetzt die Base-Karten mal ein bisschen schneller durch. Ihr könnt ja jederzeit das Video stoppen. Ich zeige euch alle Karten, aber ja. Stopper Gregor Kobel, dann Gerard Piqué, Next Gen Chalobah und dann haben wir die erste Club 100, Joao Cancelo für Manchester City. Die sind auch wieder sehr cool aus, muss ich sagen. Also Kartendesign gefällt mir insgesamt sehr gut. Wieder sehr, sehr bunt geworden, muss ich sagen. Aber ja, finde ich eine coole Serie. Also da hat Topps, glaube ich, wieder vieles richtig gemacht. Aber ja, leider gibt es meine Eintracht nicht. Was mich sehr, ja, schon ein bisschen, das heißt, Ärger, das ist das falsche Wort, aber ich bin halt ein bisschen, ich finde es schade. Lionel Messi, was sehr cool ist. Dann Man of the Match Signature Style, Toni Kroos. Und dann haben wir die erste Heritage-Karte. Wie gesagt, das sind, hier ist der Code, glaube ich, meine Lieblingskarten im Design der zweiten Matchdeck-Serie damals. Sehr, sehr cool. Dieses Powerplay-Stat kam noch dazu. Ansonsten sieht die genauso aus wie damals. Damals schon natürlich auch kein Heritage, sondern da war das Logo hier oben. Und die haben auch nicht alle geglänzt, aber im Design so. Sehr, sehr coole Karte. Leg ich mir auch mal raus. Die sind in jedem dritten Päckchen, also sind jetzt nicht super selten, aber ich finde die vom Design her, von der Idee her auch sehr, sehr cool. Bailey, das war aber auch letztes Jahr schon so, dass das eigentlich mit meinen Lieblingskarten waren. Da haben wir Stopper, Alisson Becker, Warrior Kimmich, Man of the Match Signature Style, Anthony, der jetzt noch zu Manchester United ist. Und wir haben die nächste Heritage-Karte, Alexander Isak, der jetzt auch noch für sehr, sehr viel Geld zu Newcastle ist. Die nächste Heritage hat auch 87 bekommen, genauso wie Kulusevski. Sind ja jetzt sozusagen in der gleichen Liga. Direkte Konkurrenten. So, da haben wir Rodri, Styler, Jadon Sancho. Da haben wir Vlahovic, ich glaube, den hatten wir sogar bei der First Edition schon, glaube ich. Und dann haben wir Tomiyasu für Arsenal als Crystal Parallel. Ich hoffe, wir bekommen eine Chrome Preview. Wäre auf jeden Fall cool, die sind nur in jedem zweiten Display. Und eine Chrome Shield Karte in jedem. Zumindest laut den Odds. Haben wir eben gesehen. Enforcer Frank Kessier. Dann Brandt. Legende, die erste. Xabi Alonso. Auch cool. Und Oxlade-Chamberlain als Crystal. Hier der Code noch. Tut mir leid. Dann geht's weiter mit Holding. Liverpool.
erste Champions League Spieltag ist ja, oder internationaler Spieltag ist ja vorbei. Ich hoffe, eure ganzen Teams lief es ganz gut. Für meine Eintracht, naja. Lewandowski, Gigi Donnarumma, da haben wir Juan Miranda, Next Gen für Betis und Angel Correa als Heritage. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene es gibt. Es gibt schon einige, haben wir gestern auf der Checkliste gesehen. Was mich auch freut, weil dadurch sind sie auch ein bisschen öfter drin. Stones, Fernandes, Chilwell, De Ligt. So, dann Warrior, David Alaba, Pierre-Emerick Aubameyang, da haben wir Franco Baresi als Legende. Und wir haben noch eine Black Edge-Karte, sehr cool. Wie gesagt, die sind in jedem, ich glaube, 16. Päckchen, deswegen eine oder zwei pro Display und wir haben eine zweite bekommen. Pedri, sehr, sehr cool. Also, finde ich eine coole Neuigkeit, coole Edition. Black Edge. Auch hier, dass sie halt ein bisschen aus sich anders anfühlen, ein bisschen andere Style haben. Pedri. Und das sind auch die einzigen Karten, glaube ich, in der Serie, die keine Werte haben. Also hinten haben die ein paar Statistiken, aber dann haben wir hier vorne keine Werte. Also ja, das ist eine coole Karte, die man jetzt auch abseits von Magic Decks, sag ich mal, auch feiern kann. Und mit Vinicius Junior und mit Pedri haben wir, glaube ich, zwei ganz gute bekommen. So, dann haben wir Matchwinner Cristiano Ronaldo, der jetzt am Ende bei Man U geblieben ist. Dann noch Vinny, Man of the Match Signature Style, Alfredo Morelos. Und oh, wir haben die 101-101 Karim Benzema Unbeatable Karte. Den kann man nicht schlagen im Spiel. Und es musste ja eigentlich Benzema werden nach der letzten Saison. Hat echt stark gespielt und sich das verdient. So. Ja, die Base-Karten. Dann Stopper-Karte für Marc-André Ter Stegen. Noch eine Stopper-Karte für Ben White. Okay. Sie hatte, glaube ich, nur Torhüter-Karten, deswegen Ben White als Verteidiger auch. Calvin Bassey als Next Gen und Chris Smalling als Heritage. So, also wir haben unsere beiden Black Edge Karten. Jetzt fehlen in dem Sinne erstmal nur noch die die Chrome Karten als so besondere. Und natürlich, Autogrammkarten wären natürlich übel sick, aber machen wir uns da mal keine Hoffnung. Man of the Match, Angelino. Und dann haben wir Ryan Sessegnon als Crystal. Und wir haben zwei Codes bekommen. Also hier ein Gratis-Code. Regulion. So, dann weiter. Dann haben wir Styler-Karte für Jared Bowen. Matchwinner Saka, Next Gen Zalewski und Phil Foden. Oh, die sieht auch sehr, 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 sehr cool aus. Die liebe ich mir, glaube ich, auch. Diese hellblaue Crystal-Karte und dann Phil Foden in dem hellblauen Trikot. Sieht schon sehr, sehr wild aus. Sehr cool. Ich glaube, so eine Parallel, so eine Crystal von Haaland würde ich auch nehmen. Wobei der ja leider kein Action-Bild hat. Dann haben wir Stopper. Dayo Upamecano. Virgil van Dijk. Dann haben wir Man of the Match Carrasco und wir haben Canales als Heritage. Hier mal schreibt gerne in die Kommentare, was so eure Lieblingskarten aus der Serie ist oder was generell eure Meinung dazu ist. Was findet ihr gut, was hätte besser sein können? So, Enforcer, Dahoud, der sich glaube ich auch verletzt hat. Ich hoffe, der will. Wird wieder gut fit. Styler Pedri, Next Gen Ramos und dann Club 100 Leroy Sané. Sehr cool. Dann haben wir Zinchenko. Ich glaube, der ist ja auch noch gewechselt.
mir aber gar nicht sicher gerade. Modric, Matchwinner Harry Kane, Cole Palmer als Next Gen und noch einen Club an 100 mit Thibaut Courtois, der ja allein schon durch die Leistung im Champions League Finale diesen Club an 100 sich verdient hat. Emerson, Kamara, Sangare. Dann Stopper Ederson, Warrior Varane, dann Peter Schmeichel als Legende und Emil Forsberg als Heritage. So, wieder ein paar Base. Matchwinner Riyad Mahrez. Matchwinner Leo Messi, sehr cool. Dann haben wir Immobile als Signature Style und dann haben wir ein Crystal Celtic Logo. Das sieht auch schon cool aus. Hier die Logos als Crystal Parallel. Nicht schlecht. So, 6 Päckchen sind es noch. Wir warten noch auf Chrome-Karten. Na, ich starte kurz. Chrome-Karten, wie gesagt, die Shield-Karte sollte ja eigentlich in jedem Display eine drin sein. Da schauen wir mal. Next Gen Tavares und Joel Matip. Crystal. Schau nochmal drauf. Also Chrome Shield. Wir haben 24 Päckchen und wir hatten. Ja, wir haben 24 hier drin. Aber das heißt, die kommt wahrscheinlich noch. Die fühlen sich irgendwie alle ein bisschen dick an und dann ist aber nichts drin. Gregor Kobel. Dann Jan Oblak. Next-Gen-Karte für Amin Adli und Alfonso Davies. Sehr cool. Als Heritage. 4 Packs noch. Dann haben wir Phil Foden, diesmal Space. So, dann Matchwinner Daniel Malen, Eric Dyer. Dann Kevin Volland und oh, diesmal nur 3 Special-Karten. Ich glaube, draußen steht ja auch 3 Sonderkarten pro Päckchen, aber wir hatten eigentlich immer 4. Shaw. Dann Warrior-Karte, Enforcer, Marco Reus und oh, da ist unsere Pro Elite Shield Karte und es ist Trent Alexander Arnold. Sehr, sehr cool. Ich finde diese Idee von diesen Chrome Karten in Matchsticks sehr, sehr cool, dass die so als seltene Pearls gibt. Alexander Arnold, sehr, sehr cool. Hier von hinten sehen die so aus. Leider nur die Base Variante, die gibt es ja seit dieser Saison auch als Pearls. Boah, davon eine One-of-One Super Fractor wäre schon extrem heftig, wenn man die zieht. Sehr cool. Aber gibt es. Ich glaube, bei der Nations League Serie war es zum ersten Mal als Parallel und diesmal gibt es die auch. Hier in der Champions League. Damit haben wir unsere eine, die wir kriegen sollten, auch bekommen. Wie gesagt, in jedem zweiten Display gibt es noch eine Chrome Preview Karte. Aber ja. Wir haben noch ein Päckchen, wo wir es vielleicht bekommen. Elliot und noch Ilkay Gündogan. Sehr cool, die nächste Crystal-Karte im Hellbound City-Trikot. Die steve ich mir auch nochmal ein, weil ich finde die einfach, das passt so gut. Ilkay Gündogan natürlich auch noch wichtiger deutscher Spieler. Und dann kommen wir zum letzten Päckchen. Und schauen uns an, was wir da bekommen. Erstmal hier nochmal den Code. Dann Sanchez Celtic. Silva, Barça Logo, André Silva, Patrick Schick. Da haben wir eine Warrior-Karte von Dawson, Enforcer Granit Xhaka, Next Gen Oliver Skip und nochmal ein Memphis Depay als Heritage. So, das war mein Display-Opening. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. 24 Päckchen mit jeweils 12 Karten, also eine Menge an Karten. Wir haben hier eine Menge an diesen Heritage, die habe ich mir rausgelegt. Bekommen. Sehr, sehr coole Serie.
Wir haben hier viele Special-Karten bekommen. Das ist mein Special-Karten Stapel plus halt noch die, die mir extra rausgelegt haben, und dann meine Base. Also habe ich jetzt wieder viel zu sortieren fürs Album, und dann die, die ich mir noch rausgelegt habe, einmal hier die beiden Crystal. Dann halt die Pro League Karte, wie gesagt, da sollt ihr eine pro Display bekommen im Schnitt. Und dann von denen bekommt man eine oder zwei pro Display. Vinicius Junior und Pedri, sieht einfach geil aus. Und was ich auch noch sagen muss, hier beim Vinicius ist das ja gar nicht so, dass hier kein Real-Logo im Hintergrund, bei Pedri aber schon. Und das ist irgendwie nochmal cooler. Ich weiß nicht, warum es bei Real nicht ist, bei Barca schon oder bei ihm hier. Ah, es gibt mir so ein bisschen so einen 3D-Effekt. Irgendwie ist schon cool. Coole Edition für die Serie. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal an Tops. Wir haben ja noch ein paar weitere Produkte, die Mini-Tin, Mega-Tin, Blister und so weiter. Das werden wir euch alles nochmal in den nächsten Tagen zeigen. Ich wollte euch nur hier zum Release schon mal hier das Display zeigen und das Starter-Pack. Und ja, das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Snighted. Ciao, ciao.